Ich will nur vor der Illusion warnen, wenn ich sage, ich erkläre es, dass das automatisch geglaubt wird oder man sich überhaupt damit auseinandersetzt, sondern der Reflex ist oft ein anderer. Darum ging es mal nicht mehr. Herr Mayer, zweite Frage. Und dann zu der Frage. Das Problem, die EU oder Europa, die Idee Europa, seine Bürger zu verkaufen, ist, glaube ich, das Drängendste, das die EU hat. Und da ist auch keine überzeugende Antwort in Sicht, zumindest keine, die ich bisher gesehen habe. Herr Eichler hat natürlich vollkommen recht, die neue Begründung der EU kann nur lauten, allein in der neuen Welt kann kein europäischer Staat Politik machen oder keine Stimme entwickeln, sondern das geht nur im Konzert gemeinsam. Aber das ist wiederum, was auch der Fragesteller vorher erwähnt hat, wiederum schwierig zu verkaufen. Das erinnert mich immer so ein bisschen an ein Zitat von Klaus Augenthaler in der Pressekonferenz, als er noch Fußballtrainer war, als er mit der Statistik genervt wurde. Statistik. Statistisch gesehen ist jeder fünfte Mensch Chinese. Und sehen Sie hier einen? Ja? Das Problem ist letztendlich, dass natürlich haben wir wirtschaftliche und politische Verschiebungen und China wird immer wichtig werden, Indien wird immer wichtiger werden, aber es ist in der Erfahrung von den Bürgern in Europa, kommt das nicht an, wie letztendlich die Frage von Krieg und Frieden. Das hat jeder ganz eindeutig am eigenen Leib gespürt. Wir haben das Problem auch, dass diese wirtschaftlichen Verschiebungen, wenn überhaupt persönlich, meistens negativ wahrgenommen werden, in dem Sinne, dass Löhne gedrückt werden, Jobs verloren gehen und so weiter. Und das wird ein Problem sein, das zu verkaufen, die Idee von Europa. Es ist klar, warum wir Europa brauchen, aber es ist nicht klar, wie wir das letztendlich, dieser Transmissionsriemen, der Herr von Beust erwähnt hat, wie wir das letztendlich an den einzelnen Bürger rantragen können, wie das sein oder ihr Leben beeinflusst, und zwar im positiven Sinne. Das ist, glaube ich, immer noch eine große Baustelle innerhalb der EU. Risiko auf den Steuerzahler verteilt. Also ich habe überhaupt nichts gegen Banken, und Banken und Finanzinstitute machen auch zum Teil gute Investitionen. Aber mir geht es darum, dass wir im Prinzip Verantwortungslinien letztendlich klar darlegen. Eine Investition ist letztendlich, wenn einer Staatsanleihen kauft, ja, dann ist die Zinsrate, setzt sich aus zwei Faktoren zusammen. Das ist zum einen die Verschiebung der Investition, also die Opportunitätskosten, dass man mit dem Geld nichts anderes machen kann. Das andere ist letztendlich das Risiko, dass das Geld nicht wieder zurückfließt. Also das Risiko ist letztendlich mit der Zinsrate schon bezahlt. Und deswegen sollte es ganz allein, das sind ganz normale kapitalistische Regeln, wenn es dann zum Default kommt oder wenn es da Probleme gibt, dann ist der Erste in der Linie der Investor, weil der Investor für dieses Risiko bereits kompensiert wurde. So, und wenn wir das letztendlich über eine verschobene politische Diskussion gleich auf den Steuerzahler überwälzen, ist das meines Erachtens falsch. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn wir jetzt sagen, okay, eine deutsche Bank oder eine britische Bank gerät in Schwierigkeiten, weil sie einen Haircut oder einen Default hatte hinnehmen müssen aufgrund der Staatsanleihen, die sie haben. Dass der Bank dann geholfen wird, ja, das steht für mich dann auch nicht zur Diskussion. Aber dann ist klar, wo das Risiko letztendlich liegt. Das Risiko liegt beim Investor, weil der Investor für dieses Risiko bereits bezahlt wurde. Und wenn wir das gleich auf die Steuerzahler umverteilen, dann haben wir eine falsche Diskussion. Und ich finde, hier ist es wichtig, dass wir die Linien wirklich klar einhalten. Und der letzte Punkt zum Stabilitätspakt. Also, wo wir auch ein bisschen weg müssen davon, ist einfach nur zu sehen, okay, die 3% oder die 60% Gesamtverschuldung. Manche tragen das wie die 10 Gebote vor sich her. Die Stabilitätskriterien kamen zustande, weil es der Durchschnitt war von 1990. Die 3% Neuverschuldung kam zustande, weil durch das durchschnittliche Wirtschaftswachstum, das 1990 existierte, und wenn man sagt, okay, wir wollen insgesamt bei 60%... Und 3% war die Annahme. Ja, und wir wollen insgesamt stabil bei 60% Gesamtverschuldung bleiben, weil das auch der Durchschnitt 1990 war. Mit dem Wachstum, das wir haben, können wir jedes Jahr 3% Schulden machen, dass wir stabil auf 60 bleiben. Es gibt keinerlei wissenschaftlichen oder intellektuellen Hintergrund dafür, außer dass es der Durchschnitt von 1990 war. Also es gibt keinerlei Gründe, warum es nicht zwei oder vier oder fünf oder zehn sein sollten. Und deswegen denke ich, dass es auch wichtig ist, mal diese Regeln auch mal so ein bisschen wieder zu hinterfragen, ja, und einfach mal wirklich wieder nachzufragen, ob das in der heutigen Situation auch noch sinnvoll ist. Und ich glaube, das müssen wir zumindest hinkriegen und nicht das wie eine Monstranz vor uns hertragen. Kennen wir vorhin noch eine Frage? Thank you.
Also ich halte nichts davon, das habe ich ja vorhin deutlich gesagt, zu sagen, obwohl bei Unternehmenssteuern könnte man darüber nachdenken, alle Steuern einheitlich zu machen. Das ist nicht meine Position. Bei Unternehmenssteuern allerdings lohnte es sich aus einem Grunde darüber nachzudenken, weil wir folgende Situation haben. Insbesondere die großen Unternehmen können wunderbar ihre Gewinne dahin schieben, wo die Steuern am niedrigsten sind. Das heißt also, Unternehmen, die in mehreren Ländern Europas tätig sind, wunderlicherweise fallen die Gewinne fast immer dort an. Es gibt eine Schranke, die wir auch gleich nennen, wo die Steuern am niedrigsten sind. Es gibt allerdings eine interne Schranke inzwischen in den Konzernen, weil die ja auch Wettbewerb untereinander machen. Und dann heißt das ja, dass der eine Standort, der möglicherweise den Gewinn erwirtschaftet, ihn gar nicht ausweisen darf, sondern der Gewinn entsteht an einem anderen. Das ist allerdings dem Chef in dem einen Standort gar nicht recht, der den Gewinn macht, weil der in seinen Beförderungschancen ja wieder gemessen wird an dem, was er als Betriebsergebnis erreicht hat. Also es gibt inzwischen da ein paar interne Schranken. Aber trotzdem, dann würde dieser wunderliche Weg aufhören. Das wäre schon was wert, denke ich. Ansonsten aber, ja, ich habe gesagt, die Wirtschaft muss es zum Beispiel wollen. Ich verstehe die ganzen Mittelständler nicht, dass die nicht viel mehr aufstehen und sagen, was mutet ihr uns zu in einem gemeinsamen Markt mit den unterschiedlichen Steuersystemen? Und ich sage, die Leute werden ja irgendwann auch kommen, das ist noch nicht so weit, aber gerade Sie, die Sie hier sitzen, werden doch in mehreren Ländern Europas möglicherweise im Laufe Ihres Lebens arbeiten. Und jedes Mal beim Umziehen wieder umlernen, auch dass die Steuern ganz anders sind, ist doch Unfug. Ja? So, das heißt also, es geht doch schlicht um praktisches, tägliches Leben. Mache ich uns das kompliziert oder mache ich uns das einfach? Und wenn wir jetzt fragen, was ist die praktische Idee von Europa, dann sage ich natürlich schon, und das werden immer mehr Leute und immer mehr Unternehmen auch bemerken, dass in dem Tätigkeitsfeld, in dem sie sind, sie nicht unnötig durch solche Sachen behindert werden. Ich will noch ein Beispiel sagen. Nehmen wir wieder diese Euro-Diskussion, die in Deutschland ja sehr merkwürdig war, wenn ich an Hans-Olaf Henkel und solche Leute denke. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel. Am liebsten wäre es mir, das will ich gleich sagen, worauf Brief und Siegel geht. Am liebsten wäre es mir, wir könnten mal die Rückkehr zur D-Mark 1:1 simulieren. Mal machen. Ich will Ihnen sagen, was passiert. Ich unterstelle jetzt, rede noch nicht davon, was im Vorfeld passiert, sondern an dem Tag, an dem wir es machen. Das Erste ist, es kommen die Unternehmen, die in mehreren Ländern, das sind ganz viele Mittelständler inzwischen, Europas tätig sind, sagen, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Was mutet ihr uns eigentlich zu? Das Wechselkursrisiko ist ja wieder da, das war doch weg. Und ihr mutet uns jetzt plötzlich zu, dass wir wieder die ganzen Preise miteinander vergleichen müssen. Was soll der Quatsch? Und als Nächstes kämen die Leute, die in Urlaub fahren und sagen, was ist denn das? Wieder Grenzkontrollen? Wieder Geld umtauschen, wieder nachforschen, was kostet das in dem Land? Das war doch alles weg, habt ihr sie noch alle? Das ist doch die Wirklichkeit und deswegen kann ich mich, insofern bin ich dann noch Optimist, nicht? Und sage, Europa, das hat den Václav Klaus so richtig geärgert, das hat mich sehr gefreut. Der ist nämlich so einer von denen, die Europa auch nicht wollen. Aber hat er dann gesagt, jeden Tag wird es enger. Und diese Bürokraten in Brüssel sind auch mit dran schuld. Es stimmt auch, jeden Tag wird es enger. Weil die Unternehmen zusammenwachsen, die Leute, Sie sehen das doch, in die verschiedenen Länder gehen, ihr dort arbeiten und das wird solch eine Selbstverständlichkeit. Deswegen habe ich auch nie Sorge gehabt, dass das wieder auseinanderbricht. Es geht gar nicht mehr, auseinanderzureißen. Das Schlimme ist nur, dass wir unter Wert in der Welt auftreten und das schadet uns. Das ist das, eigentlich das Problem. So, und zurück zu den Steuern. Ja, solange... Und da gibt es ja die Möglichkeit der qualifizierten Zusammenarbeit, wie das heißt. Der enger, also ich habe jetzt den technischen. Ja, ne? So, wenn da nicht alle mitmachen, dann lassen es eben einige bleiben. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, wenn wir den Weg in Richtung auf Steuerharmonisierung gehen. Die es wollen. Und ich sage mal, in Kerneuropa gibt es da eine ganze Menge, die das wollen. Wenn die das anfangen, 7, 8, 9 Länder, dann dauert es gar nicht so lange, bis die Nächsten, die dran drumherum liegen, sagen, da müssen wir mitmachen. Und das wird auch die nächste Zeit sein. Wir werden in Europa nicht nur von 2 Geschwindigkeiten, wir werden in Europa von mehreren Geschwindigkeiten haben. Und wenn das so läuft, dann ist das auch ein Weg, wie die europäische Einigung vorangebracht wird. Und die Briten werden eines Tages vor der Frage stehen, ob sie nun alles übernehmen, was wir auf dem Kontinent inzwischen geschaffen haben, oder ob sie ausscheiden.
So einfach ist es. Auch da müssen Sie sich mal entscheiden. Helmut Schmidt hat irgendwann mal gesagt, die müssen mal eine Volksabstimmung machen. Seid ihr der, wie viel, der 51. oder 52. Staat der Vereinigten Staaten oder es gehört ihr zu Europa? Die Entscheidung müssen die Briten mal treffen. Ja? Und die Iren haben sich ja schon entschieden. Und gut, aber dem werden sie auch irgendwann erkennen müssen, dass die Konsequenz einer solchen Entscheidung ist nicht, da müssen wir aufpassen, dass wir den Iren durch Steuerharmonisierung ihre Entwicklungschancen nehmen. Deswegen bin ich dagegen, die Steuern gleich zu machen. Die am Rande können auch niedrigere Steuern haben als die in der Mitte. Denn die in der Mitte haben Standortvorteile. Und die Städte haben höhere Steuern als das flache Land. Das ist auch in Ordnung so. Und deswegen muss ich die da auch nicht bedrohen. Und im konkreten Fall, sag ich mal, die Iren sitzen so im Loch, dass ich ihnen im Moment das nicht zumuten kann. Ich muss den Weg dahin weisen. Aber im Moment bin ich ganz sicher, würden wir die Iren völlig ins Loch stoßen, psychologisch, wenn wir im Moment von ihnen verlangten, diese Dumpingpolitik, die sie bei den Steuern gemacht haben und die ich nicht in Ordnung finde. Aber im Moment kriegen wir das nicht weg. Das wird ein etwas längerer Prozess sein. Da drüben war noch. Wie kurz wollen Sie kommentieren? Zu Hamburger. Ja, sieht ja zumindest nach der Demoskopie so auf, dass es ein großer Wahlerfolg der Sozialdemokraten wird und eine Riesenschlappe für die CDU wird. So sieht zumindest im Moment die Demoskopie einvernehmlich aus. Wenn Sie mich nach den Ursachen fragen, es ist schwer, wenn man so nah dran war, das neutral beobachten zu können. Ich glaube, es hat verschiedene Ursachen. Einmal war diese Regierung unter der CDU-Führung hat verschuldet oder unverschuldet, sagen wir mal, unglaublich viele Verwerfungen durchlebt. Das begann mit der Abstimmungsniederlage der Schulreform. Da bin ich auch mit verantwortlich, weil ich es für richtig hielt. Aber Niederlagen gehören zum Leben, sonst führt man auch nicht. Also wer immer nur guckt, gewinne ich oder nicht und sich entsprechend ausrichtet, der kann auch schlecht führen. Aber egal, da war eine Abstimmungsniederlage dabei. Dann bin ich selber zurückgetreten, da sind noch andere Senatoren zurückgetreten. Dann kam noch ein, sagen wir mal, Kladderadatsch mit dem Finanzsenator, der auch noch zurückgetreten ist. Dann ist die Koalition aufgekündigt worden. Das heißt, sie haben innerhalb von einem halben Jahr eine Anhäufung von Verwerfungen gehabt, die sie normalerweise in 8 Jahren haben. Und da haben die Leute, glaube ich, das Gefühl, jetzt wollen wir wieder irgendwie klare Verhältnisse haben, rein instinktiv. Meine Bewertung des Wahlkampfes ist, da geht es gar nicht so um große Inhalte, sondern um die Frage, sag mal, jetzt muss ich mal Ruhe in den Karton kriegen. Und in der Opposition, die SPD, der jetzige Spitzenkandidat, hat die gut geeinigt. Der Ärger, der da war, ist zumindest im Moment nicht erkennbar und ist da die klare Führungsfigur. Und die Leute wollen dann, glaube ich, Klarheit haben. Das ist aus meiner Sicht die Ursache. Vieles andere würde sehr ins Detail gehen, möchte ich jetzt auch nicht gerne kommentieren. Ich sage nur, es ist harter Schlag. Ich kann Ihnen nur eins sagen, bin nur relativ lange dabei. Und ich weiß jetzt schon, was Montag alles wieder klug in den Zeitungen steht. Einmal bin ich überrascht, wie viele Leute, wenn es dann passiert ist, hinterher ganz kluge Analysen haben, die vorher keinen Ton gesagt haben. Das ist immer sehr beeindruckend, das zu sehen. Und noch beeindruckender sind diejenigen, die jetzt Prognosen abgeben und sagen, so, das war nun so und so und dann wird es in Zukunft so und so laufen. Und so spielt das politische Leben überhaupt nicht, sondern sagen wir, die Auf- und Abs, die Zufälle, die Einschläge, die kommen, sind im großen Teil nicht prognostizierbar. Sie können Fehler machen oder Fehler vermeiden, klar. Aber die Prognosen, ich erinnere noch, als damals Schill in anderen Ländern, Bundesländern, die Rechten stark wurden, hieß es, jetzt kamen wir in Deutschland, die Renaissance der Rechten und überall kriegen wir die Rechten in die Parlamente und die wären massiv einflussreich, weil überhaupt nicht eingetreten, sondern die waren kurz dabei, dann war das erkennbar alles ziemliche Trottel und die Sache ist wieder zusammengebrochen.
Also mal sehr platt gesagt. Und das heißt, es gibt immer Strömungen und Stimmungen und Entwicklungen, die sind viel Zufall bei Glück, Pech, Vermögen, Unvermögen. Das heißt, da muss man sehr vorsichtig sein. Das Moment ist schwierig, sagt aber aus meiner Sicht nichts aus über die Stimmung in Deutschland generell, sondern die ist anders. Ist sehr spezifisch, auch eine Stadt für Hamburg hat ihre sehr starken, sagen wir mal, eigenen Mechanismen. Das habe ich selber auch im Positiven sehr stark erlebt.